Hallo und herzlich willkommen. Frohes neues Jahr wünsche ich noch. Ich bin heute erst Tag mal wieder so ein bisschen auf die Beine. Seit Silvester habe ich komplett flach gelegen oder vor Silvester schon. Stimme ist auch noch ein bisschen angegriffen. Ja, aber ich habe mich mal aus dem Bett gequält. Ich muss mal was tun. Und zwar habe ich hier was vor mir liegen, was ich noch nie gemacht habe. Das ist ein alter Honda Stößelstangenmotor aus den 60ern. Den möchte ich gerne in meine CZ einbauen. Vom Motorprinzip her passt er da rein. Ist natürlich nicht hundertprozentig der Originale, weil es ist auch ein. Das ist auch ein C105 Motor. Das heißt, er hat 54 Kubik und keine 49. Ja, der hat so ein paar Schwachstellen. Hier ist leider was rausgebrochen. Oben auch so ein bisschen irgendwie was, aber das ist nicht weiter tragisch. Ja, den hatte ich aus in England gekauft. Der ist wohl schon mal gereinigt worden oder Glasperl gestrahlt. Der ist auch wieder zusammengebaut worden, scheinbar mit den alten Dichtungen. Aber der Verkäufer sagte auch, dass es ein Problem gibt. Und zwar, dass der Kickstarter-Mechanismus nicht funktioniert. Also hier kann man zwar drehen, aber da passiert gar nichts. Ja, wird bestimmt spannend, ist bestimmt eine zusammen gebrutschte Kiste. Ja, ich fange mal an mit dem Zerlegen. Wie gesagt, erste Mal, dass ich so einen Motor hier auf der Platte habe. Bin auch gespannt. Was mich da drin so erwartet und was eventuell, ja, gleich wird nichts sein mit den neueren Motoren, aber ja, wie es halt damals gelöst worden ist. Okay. Das ist schon mal etwas anders gelöst, aber auch ähnlich. Also der Motor ist definitiv schon mal auseinander gewesen, klar. Der scheint auch gereinigt worden zu sein. Öl hatte ich schon abgelassen, das war sauber. Ja, hier ist irgendwie keine Ölzentrifuge, aber die wird wahrscheinlich irgendwo anders sein. Muss ja. So, okay. Oh, der ist aber auch schon schön verrüttelt hier. Okay. Die Motor sieht nicht schön aus.
Ja, halt auch schon wahrscheinlich probiert mit Hammer und Meißel aufzumachen. Die brauchen wir auf jeden Fall neu. So, wie geht das hier weiter? Okay. Fühlt sich gut an. Hier ist noch eine Sicherung. Ja, muss ich mir mal in Ruhe angucken. Der ist ausgenudelt. Ja, Primärantrieb sieht schon mal sehr ähnlich aus. So, was haben wir hier? Okay. Ich schätze mal, da wird die Nockenwelle hinter sein. Mach mal immer Fotos zwischendurch zur Gedankenstütze. Ist auf jeden Fall schon mal ähnlich wie bei den OHC-Motoren. Den hier so raus. Ja. Bekommt man. Ist auch nicht mehr der schönste, aber von der Verzahnung her aber noch okay. So, jetzt gucken wir mal. Gibt's
Lenker zu beachten mit Rechts- und Linksgewinde. Okay, normales Gewinde. Aha, okay, hier haben wir die Nockenwelle direkt dran. Die ist ja süß. Hier haben wir die Stößel, okay. Jetzt habe ich natürlich nicht drauf geachtet. Wie das zusammen war wegen Steuerzeiten. Weil ich nicht davon ausgegangen bin, dass ich die Nockenwelle direkt da hinten dran habe. Na gut, hier haben wir einen Punkt. Ja, wird schon irgendwie funktionieren. Wird ja auch kein Hexenwerk sein. Okay. Da ist eine Lage. Müsste eigentlich auch abgehen. Lass mal ein bisschen Öl ab. So, weiter geht's. Ist ein Gewinde drin? Da ist ein Gewinde drin. Da ist der Abzieher eingebaut. So geht das auf jeden Fall, aber ja, nicht mit den Schrauben. Da gehen wir mal andere suchen.
Jetzt haben wir mal längere Schrauben. Das machen wir eine ganze Sache mal warm. Ach, schon geht das viel einfacher. So. Okay, ich würde erst mal wissen, wir Bescheid warm machen. Hätte ich ja früher noch kommen können. So, dann gucken wir mal, wie die Sache hier so aussieht. Seht ihr überhaupt noch was? Also fest zusammengeschraubt ist was anderes. Okay, das sind nur kurze Stehbolzen und der hier ziemlich krumm ist, müssen wir wahrscheinlich ersetzen. Der ist hier oben. Mal gucken, vielleicht können wir den wieder gerade gebogen, ansonsten kommt der mal hier zu den Teilen, die wir neu brauchen. So.
Stößelstange 1. Stößelstange 2. Die sind auf jeden Fall schon mal unterschiedlich lang. Mache ich mal ein Foto von. Kopf. Ist das so, Federringe? Naja, da muss ich mal schauen, die da hingehören. Okay, also ist alles schon gereinigt worden. War schon mal nicht so schlecht. Neue Dichtung drin. Aber Dichtsatz habe ich eh einen neuen. So, das sieht alles super aus. Dann, ja, weiß nicht, spalten wir mal das Gehäuse, ne? Ich muss ja wissen, was mit dem Kickstarter los ist, ob ich da Ersatzteile brauche. Gut, die sind aber auch nicht fest. Yeah.
Also er scheint wirklich nur provisorisch zusammengeschraubt worden zu sein. Limmerringe sind auch noch die alten. Und das scheint auch nicht zu sein hier. Die scheinen gleich zu sein. Die sehen im Bau noch tippitoppi aus. Was ja nicht weiter schlimm ist. So, und jetzt gucken wir mal. Warum will denn der Kickstarter nicht? Mit zwei Hände. Also der rutscht. Hier scheint wohl irgendwo bestimmt irgendwie eine Feder hinter oder so, die nicht stramm genug ist. Der muss da so einrasten beim Runtertreten. Ja, also der rutscht da drüber. Den jetzt da festhält, da reindrückt, dann geht's. Mal rausnehmen. Sieht man, ist mal was rumgeschweißt worden und irgendwie sieht das hier auch nicht gerade aus, dass er da richtig hier eingreift. Okay, da muss ich mal gucken, ob ich da was repariert kriege oder ob es mal eine neue Kickstarter-Welle sein darf, die ich ja wahrscheinlich auch so einfach nicht bestellen kann.
Irgendwie so 50 Jahre alt ist halt das Teil, aber da müsste man halt mal gucken. Okay. Ja, ansonsten ist hier, weiß ich nicht, auch nichts Gravierendes, Großartiges zu sehen. Macht alles so eigentlich einen guten Eindruck. Wird mal alles reinigen. Ja, Seemachringe bestellen. Und sonstige Teile gucke ich mal, was es jetzt überhaupt noch alles gibt für den Motor. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder beim Zusammenbau. Ich sag mal, bis dann. Ciao.